Salü. Köpfe und Konzepte. Die saarländischen Spitzenpolitiker live im Frühstücksclub. Heute bei uns Heiko Maas, SPD-Chef und Spitzenkandidat. Alles guckt auf den Sonntag. Landtagswahl im schönsten Bundesland der Welt. Wir haben uns auf der Straße mal umgehört, ob auch Sie Ihre Stimme abgeben. Wir haben alle die Chance, was zu ändern. Deswegen werde ich auf jeden Fall wählen gehen. Ich werde nicht wählen gehen, weil alle das Gleiche anbieten, aber keiner setzt es durch. Also ich gehe wählen. Das ist eine Errungenschaft, wo wir Jahrhunderte gebraucht haben, um ein Wahlrecht zu erreichen. Und das möchte ich auch wahrnehmen. Ich gehe nicht wählen, weil ich von Politik keine Ahnung habe. Auf jeden Fall, denn das gehört zur Demokratie und es ist ein Privileg, wählen zu gehen. Ich wähle nicht, weil ich die Schnauze voll habe von der Lügerei. Ja, weil es meine Pflicht ist als Staatsbürger. Ich gehe wählen, weil das ist mein demokratisches Recht. Der, wo nicht wählt, der ist bekloppt, der kann da nicht mitreden. Heiko Maas, wir hatten 2004 55% Wahlbeteiligung. Das ist relativ dünne. In den Ländern sieht es in den letzten Jahren immer mehr danach aus, dass immer weniger Menschen zur Wahl gehen. Jetzt müssen wir was dafür tun, glaube ich, dass die Leute ihr demokratisches Grundrecht wahrnehmen, oder? Ja, ich finde das auch sehr schön, was einige gesagt haben. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die gerne wählen würden, wenn sie dürften. Bei uns, wir leben halt schon sehr lange in der Demokratie, ist das eine Selbstverständlichkeit geworden. Aber auch die Demokratie muss immer neu erkämpft und verteidigt werden. Und die Basis ist das Wahlrecht. Also wenn man was beeinflussen will, wenn man was verändern will, dann muss man wählen gehen, auch wenn einem die Politik an vielen Stellen nicht gefällt. Und insofern gehe ich fest davon aus, dass bei dieser Wahl, die ja eine sehr spannende Wahl sein wird, die Wahlbeteiligung deutlich höher sein wird als 2004. Es deutet sich auch jetzt schon an, weil die Briefwahlen, die jetzt schon eingegangen sind, deutlich höher sind, als das 2004 der Fall gewesen ist. Und wenn es spannend ist und wenn es sozusagen spitz auf Knopf steht, kann sich auch jeder noch einmal klar machen, dass seine Stimme mitentscheidend sein wird für diese Wahl. Und deshalb ist es gut, dass viele wählen gehen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass bei dieser Wahl deutlich mehr wählen gehen, als das beim letzten Mal der Fall gewesen ist. Nun wird ja schon immer wieder vermutet und rumtaktiert. Und dann sagen die einen, wenn da möglichst wenige Leute zur Wahl gehen, dann hilft das vielleicht der CDU. Dann sagen die anderen, wenn ganz viele zur Wahl gehen, dann hilft das den anderen. Wem hilft denn nun was? Ich glaube, eine hohe Wahlbeteiligung hilft auf jeden Fall mal allen, denn je höher ist auch die demokratische Legitimation einer Regierung, die es nach der Wahl geben wird. Insofern ist das, was die Landesregierung, was Herr Müller gemacht hat, nämlich den Wahltermin auf eine Woche nach den Sommerferien zu legen, also dass der Wahlkampf praktisch in den Sommerferien verlagert wird, ja, der Versuch gewesen, die Wahlbeteiligung eher gering zu halten. Ich halte von solchen Versuchen nichts. Wir brauchen insgesamt eine hohe Wahlbeteiligung, davon lebt die Demokratie. Und wir werden das jetzt auch sehen am Sonntag, dass sich die Leute auch durch diesen etwas ulkigen Wahltermin zwischen der Kommunalwahl und der Europawahl und der Bundestagswahl, werden auch mit der Bundestagswahl zusammenwählen können. Aber ist halt nun nicht so und deshalb jetzt zählt es am Sonntag. Und man muss den Leuten auch noch sagen, man muss übrigens nicht dort das Kreuzchen machen, wo auf dem Wahlzettel der Pfeil hingeht, nämlich in das Feld der CDU, sondern man kann auch andere Parteien ankreuzen. Aber bei diesen Stimmzetteln wird es bleiben, es gibt keine anderen mehr. Ja, geht ja auch nicht mehr, denn die Briefwahl läuft ja schon. Es haben ja viele Leute schon Briefwahl gemacht und man kann ja jetzt nicht mitten in der Wahl die Stimmzettel ändern. Also, dass die einen mit so einem Zettel gewählt haben, wo der Pfeil, auf dem draufsteht, bitte kreuzen Sie hier an, ins Feld der CDU geht, und andere kriegen einen einigermaßen normalen Stimmzettel. Wobei die Geschichte, ich meine, es sind zurzeit viele Leute hier auch aus dem Bundesgebiet und die das mitkriegen, auch viele Journalisten, die schütteln alle den Kopf und sagen, also das übersteigt wirklich unser Vorstellungsvermögen, was wir hier bei dieser Stimmzettelaffäre im Saarland gesehen haben. Wir haben die Menschen auf der Straße mal gefragt, wer denn der interessanteste, der attraktivste Politiker ist, weil wir haben die vielen Plakate draußen zum Anlass genommen, das mal zu überprüfen. Wer hat am besten gewirkt? Da kommen Sie dann gleich wieder ins Spiel. Jetzt wird's ernst. Radio Salü, der Frühstücksclub. Köpfe und Konzepte. Die saarländischen Spitzenkandidaten live im Frühstücksclub. Mit Wettermüller, Programmdirektor Uwe Loll und dem Spitzenkandidaten der SPD, Heiko Maas. Überall im Saarland sieht man sie, die Wahlplakate. Wer ist denn eigentlich der schönste Politiker? Diese Frage haben wir uns gestellt und Sie haben es uns verraten. Von der Attraktivität her würde ich sagen, der Christoph Hartmann von der FDP. Er strahlt irgendwie auch eine Ruhe aus. Groß, jung, dynamisch, ist der hübscheste. Heiko Maas, würde ich sagen. Sieht gut aus, jung, dynamisch und hat noch nicht so viel hinter sich wie zum Beispiel der Oskar Lafontaine oder der Peter Müller. Der Heiko Maas von der SPD macht einen sympathischen, netten, hübschen Eindruck. Der Schönste ist sicherlich der Hartmann. Er ist der Jüngste und er ist halt der Schönste. Sieht am besten aus. Der Heiko Maas ist immer noch ein bisschen zu jungenhaft. Heiko Maas hat was, so ein bisschen jung, frisch, trotzdem kernig, nicht wie die anderen. Die sehen irgendwie alle ein bisschen dämlich aus, ganz ehrlich. Sehen Sie damit zufrieden?
Ich kann damit gut leben. Vor allen Dingen, dass die anderen alle dämlich aussehen, finde ich natürlich außerordentlich witzig. Was sagen denn Ihre Kinder, wenn Sie mit denen an Ihren Plakaten vorbeifahren im Auto? Naja, die stellen das natürlich schon fest. Und da ich im Moment im Wahlkampf halt sehr wenig zu Hause bin, sagen sie mir, naja, Papa, wir sehen dich da wenigstens überall auf den Plakaten hängen. Und sie erzählen mir dann immer, wenn irgendwo ein Plakat irgendwie bemalt worden ist oder wenn eins abgerissen worden ist, und verlangen von mir eigentlich, dass ich mit ihnen sofort dahin fahre, um es dann wieder in Ordnung zu bringen. Ihr Sohn, der Älteste, habe ich gelesen, gehört, glaube ich, dass Sie bei einer Fußballmannschaft mitmachen. Der SPD ist eine Fußballmannschaft. Ja, das hängt daran, weil wir haben in der SPD-Landtagsfraktion eine eigene Fraktionsfußballmannschaft. Die spielt sehr oft, gerade jetzt im Sommer, jedes Wochenende. Da fährt er immer mit. Insofern kennt er die SPD als diese Fußballmannschaft. Und im Alter von 7 Jahren kann man dann halt schon mal der Auffassung sein, dass die SPD insgesamt eine Fußballmannschaft ist. Er glaubt auch, dass wir Parteitage nur machen, um die Mannschaftsaufstellung zu beschließen. Also das ist aber, finde ich, eine ganz interessante Vorstellung, eine Mannschaft zu sein. Die SPD will ja auch eine Mannschaft sein. Sie ist halt nicht nur eine Fußballmannschaft. Aber mein Sohn denkt immer, ich gehe morgens aus dem Haus zum Fußballspielen. Was sagt Ihr Friseur zu den Plakaten? Ist der zufrieden? Mein Friseur ist eine Sie und die ist sehr zufrieden. Wir reden in der nächsten halben Stunde unter anderem über Heiko Maas' sportliche Aktivitäten. Er ist ja Triathlet seit rund 2 Jahren, glaube ich. Wir haben noch 10 Fragen an ihn und noch einiges mehr zu besprechen. Köpfe und Konzepte. Die saarländischen Spitzenkandidaten live im Frühstücksclub. Mit Wettermüller, Programmdirektor Uwe Loll und dem Spitzenkandidaten der SPD, Heiko Maas. Ganz schön sportlich ist er, unser heutiger Studiogast. Heiko Maas spielt Fußball, ganz schön hart, aber fair. Ich kann ein Lied davon singen. Wir vom Radio Salü-Team haben mal gegen die SPD gekickt und 6-2 verloren. Außerdem steht Triathlon auf seinem Programm. Wie sieht denn so eine sportliche Woche bei Ihnen aus? Naja, im Moment ist das mit dem ganzen Wahlkampf natürlich ein bisschen schwierig, aber ich versuche trotzdem 2 bis 3 Mal die Woche morgens laufen zu gehen, also morgens vor der Arbeit, wenn es auch noch nicht so warm ist. Das tut mir ganz gut, habe ich gemerkt. Zum einen, man kann gut Stress und Aggressionen abbauen, und beim Laufen, das nützt mir im Moment mehr, als vielleicht 2 oder 3 Stunden länger zu schlafen, hat vielleicht auch einen gewissen Gewöhnungseffekt, wenn man immer viel trainiert hat. Also Laufen tut mir gut und ich glaube, es tut wahrscheinlich vielen Menschen gut, auch denen, die es bisher noch nicht machen, täte es gut. Wenn man Sie beim Laufen beobachten will, wo muss man dann hinfahren? Da kann man sich an den Saar-Altarm in Saarlouis stellen. Da gibt es eine Runde, die ist 4,8 Kilometer. Also da kann man 1-2 Runden schön laufen. Oder aber auch im Wald, insbesondere in Wattgassen, gibt es eine schöne Strecke, wo es man hoch und runter laufen kann. Also es gibt, finde ich, im Saarland sehr, sehr viele schöne Strecken in Städten, also in der Zivilisation. Oder wenn man seine Ruhe haben will, auch mal im Wald. Da gibt es wirklich ein großes Angebot. Wir reden gleich mit Heiko Maas noch ein bisschen mehr über seine sportlichen Aktivitäten und wir haben noch 10 Fragen für ihn vorbereitet.